Willkommen zurück noch einmal zu einer Folge über das Wildpark-Event. Ich habe mir noch mal ein paar Tickets geholt für meine Hauptwelt aktuell und auch für meine Nebenwelt, wo ich noch ein paar Spiele machen möchte und demonstrieren möchte, wie ich da vorgehe. Also ich würde die Spiele jetzt so oder so machen und ich zeichne das jetzt einfach auf. Und wenn es jetzt ein bisschen dröge sein sollte, dann ist es halt so. Aber es geht darum, zu zeigen, wie man vielleicht am besten vorgehen kann, um möglichst viele Tatzen zu bekommen oder auch Kisten. Es kommt darauf an, was ihr haben wollt, ob ihr auch gerade auf den Tagespreis geht und euch einmal das Hauptgebäude reicht oder so. Oder ob ihr, so wie ich, vielleicht zweimal das Hauptgebäude haben wollt. So, dann starten wir einfach mal direkt rein und schauen uns mal das Spielfeld an. Das sieht schon mal nicht ganz so einfach aus, weil die Tatzen relativ weit oben liegen. Aber ich sehe hier schon, ich kann auf dieser Seite auf jeden Fall schon mal blau abräumen, grün abräumen, orange abräumen. Auch gelb und rot auch. Also ich habe alle Farben parat. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie ich in der Reihenfolge korrekt vorgehe. Also insbesondere Rot und Gelb beißt sich ja jetzt hier ein bisschen. Ich brauche das Rot auf, also das Rot neben dem Roten, um das rote Feld aufzulösen, und das Gelbe neben dem Gelben, um das gelbe Feld aufzulösen. Das ist ja im Moment noch nicht möglich. Also das Gelbe kann ich wahrscheinlich hier unten mitnehmen. Oder hier. Ja, ich komme hier schlecht dran an die anderen Sachen. Also ich denke, wo ich gar nicht drum rumkomme, ist eben diese zwei Orangen jetzt hier mal weg schon zu machen. Und dann schauen wir erstmal weiter. Also wenn ich jetzt hier das Blaue auflöse und das Grüne, kann ich das Gelbe wegbekommen und auch das Rote. Also es ist ganz einfach eigentlich jetzt. Ich mache das Blaue weg. Oh, jetzt hat sich hier eine Kiste entwickelt, die ich vielleicht noch mit abräumen könnte in einem der nächsten Schritte. Muss ich mal überlegen, wo ich die am besten platziere. Ich denke hier auf diesem Stapel, weil hier kann ich auch die Farben eigentlich alle wegbekommen. Das Gelbe, wenn ich zuerst das Gelbe auflöse, und dann kann ich auch dieses Orangen hier mitnehmen. Und dann bekomme ich die Kiste runter. Aber das ist optional. So, hier hole ich mir jetzt die grünen beiden. Dann rutscht das gelbe Element runter. Ich drücke hier, sodass die Kiste unten rausfällt und nicht hier liegen bleibt vor meiner Tatze. Das wäre dann natürlich ein Problem. Ich hätte das jetzt vielleicht auch so anstellen können. Nee, hätte ich nicht. Ich brauchte ja das rote Element. Die rote Kiste hier zu bilden wäre ein Hindernis gewesen. Dann hätte ich hier zwar eine rote Kiste gehabt, aber ich hätte meinen roten Block nicht mehr auflösen können. Von daher war das jetzt genau das Richtige, das runterzuholen. Und habe jetzt somit erstmal die erste Tatze mir geholt. Das hier sieht erstmal ein bisschen komplizierter aus, auf den ersten Blick. Ich denke, das schaue ich mir später nochmal an, falls ich diese Kiste holen möchte. Als nächstes würde mich diese Tatze interessieren. Ich habe hier auch blau, gelb, grün und dieses Gelb parat. Also tatsächlich sollte das machbar sein. Nur muss ich wieder gucken, dass die Reihenfolge passt. Also das Gelbe hier oben kann ich erstmal wegnehmen, dann rutscht das ein runter. Dann die Orangenen, damit ich dann im Anschluss die Blauen auflösen kann.
Genau. Jetzt habe ich diesen großen Block und habe hier oben wieder eine Kiste. Buxiere ich die denn hin? Vielleicht ignoriere ich die erstmal, weil ich kann die nämlich auch noch mit diesen anderen Grünen hier zusammenführen. Na, vielleicht aber auch nicht. Weil die hängen ja wieder mit meiner Kiste hier zusammen. Aber es wird schwierig, diesen Orangen und diesen Roten hier wegzubekommen, wenn ich die Kiste mir hier hinstelle. Ich glaube, am machbarsten ist es noch hier. Tja, tja, tja. Also den roten würde ich hiermit wegbekommen, aber den orangen. Der ist echt schwierig. Also die Tatze ist ja jetzt hier sicher, also kann ich mich schon mal klar um die Kisten kümmern. Wenn ich die jetzt hier runterfallen lasse, dann ist der Orange mit hier unten, dann liegt hier ein grüner. Dann könnte ich diese Orangen auflösen, dann würden sich die Grünen zusammenführen. Dann müsste ich Glück haben, dass von oben noch mal Orange kommt. Ja, ich nehme mal diese raus, sodass die mit runterfallen können, wenn ich die Orangen hier auflöse. Schauen wir mal, ob. Ah, da kommt noch eine Tatze. Die würde mich natürlich noch mehr interessieren. Oh, jetzt wird es ganz grün. Nicht schlecht. Das wäre jetzt. Also, ich habe, wie man sieht, mir ein Booster Pack geholt. Inzwischen. Und das wäre jetzt durchaus ein Spiel, wo ich das vielleicht einsetzen würde. Also vielleicht mal so einen Hammer einsetzen würde. Muss ich mal schauen. Also ich kann ja die Kiste erstmal erstellen. Und dann schauen wir mal weiter. So, hier werde ich jetzt erstmal die blauen holen. Um. Ah, und die grünen. Dann habe ich die Tatze hier schon mal sicher. Das ist gut. Kann ich mir jetzt hier die Kiste einsammeln? Vielleicht doch mal schon mal hier gucken mit der Kiste. Ist ja noch die Frage, was ich am Ende noch rausbekomme. Es werden ja nur drei Tatzen werden. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, habe ich bisher nur eine geholt. Also das wird noch was, genau. Ich lege die Kiste dahin. Wäre auch eine Option. So, dann mache ich mal die Grünen weg. Oh, noch eine weitere Tatze bietet sich hier an. Das wäre mir natürlich noch wichtiger. Aber ob ich da jetzt noch dran komme, das. Ah ja, wenn ich einen Hammer einsetze. Wenn ich einen Hammer auf dieses Rote einsetze, dann bekomme ich die Kiste und die Tatze. Das werde ich auf jeden Fall dann auch machen. Und dann habe ich noch drei Züge für diese Kiste. Ah, reicht ja nicht ganz. Bräuchte ja vier Züge. Aber ist egal, es ist nur eine Ein-Stern-Kiste. Ich setze jetzt hier den Hammer ein.
Und hol mir das. So, ich denke, mehr werde ich nicht hinbekommen. Wie gesagt, die Kiste kriege ich nicht mehr runter. Da müsste ich jetzt noch einen weiteren Booster einsetzen, aber das ist mir die Einsternkiste nicht wert. Also, einfach nur die Versuche verbrauchen. Und dann beenden und ein weiteres Spiel starten. Ich nehme übrigens keine Zusatzversuche, weil ich zumindest glaube, dass ich mit den Wildparkmünzen besser fahre, wenn ich mir davon Booster Packages hole. Also ich bin jetzt nah dran am zweiten und damit kann man echt viel machen. So, die Tatze ist hier schon mal kein Problem. Die kriege ich auf jeden Fall runter. Hab die grünen und hab die orangen. Die Tatze ist etwas schwieriger. Ich kann die blauen hier auflösen. Dann könnte ich die orangenen hier in diese riesen Kistenmenge mit reinschieben. Wenn ich die hier hin stelle, dann kann ich die auch alle abräumen. Dann ja, gelb geht sich auch aus. Rot ist schwierig. Vom ersten Blick. Gelb. Über den. Aber rot brauche ich ja eigentlich gar nicht. Aber ich muss an den grünen kommen. Oder an den grünen. Genau, der grüne wird es sein. Also nochmal langsam. Wenn ich die blauen hier auflöse, kann ich die Möhre hier mit rein nehmen und baue mir hier die Kiste zusammen. Und dann habe ich die blauen hier in der Reihe. Ja. Also ich mache erstmal die blauen weg. So, da kommt jetzt hier zur Kiste hinzu. Leg mir die Kiste so, dass ich die hier unten auch mit abräumen kann. Oh, da bildet sich gleich eine neue Kiste. Die erzeuge ich mir die jetzt. Oh, da mache ich mir damit was kaputt. Ja, ich mache mir was damit kaputt. Ich muss erstmal die blauen auflösen, damit die Tatze weiter runterfällt. Genau, jetzt kann ich mir die rote Kiste erzeugen. Mach diese Möhren weg. Die gelben hier unten, dann kriege ich gleich die beiden Kisten. Hier muss ich an der Seite auch ein bisschen aufpassen, weil ich könnte ja hier. Oh, den grünen kann ich auflösen, der blaue wird schwieriger. Ja. Okay. Das passt aber noch. Gut, dann nehme ich jetzt die grünen Blätter. Nein! Ah! Ja, ich würde gern rückgängig machen. Ich würde gern rückgängig machen. Jetzt, das war natürlich ein ganz, ganz dummer Fehler. Ich hätte erst die gelben auflösen müssen, um im Anschluss die grünen aufzulösen und hätte dann die Tatze runterbekommen. Aber ich war noch halb am Überlegen, wie ich hier dann hier weiter vorgehe und habe dadurch diesen Fehler gemacht. Jetzt habe ich mir zusätzlich eine Schwierigkeit eingebaut, die natürlich jetzt ärgerlich ist. Ja. Na mal schauen, ob ich damit noch hinkomme. Ich kann mir auf jeden Fall die, also im Zweifel hole ich mir dann doch nochmal, mich doch nochmal einen Hammer. Vielleicht komme ich auch an das Gelbe hier dran. Schwierig, schwierig. Das war ganz unklug. Oder an das Grüne, ja. Ah, nee, dann komme ich, dann kriege ich den ja hier auch nicht. Nee, kriege ich auch nicht. Muss ja hier den roten auflösen und ich krieg den blauen da nicht runter, ohne hier die roten aufzulösen, aber dann kann ich den roten nicht mehr auflösen. Sehr ärgerlich. Okay,
Dann mache ich erstmal diese Tatze. Die ist relativ safe. Nehmen wir hier die grünen weg. Nehmen wir hier noch eine Kiste bauen. Da ist noch eine neue Tatze hinzugekommen. Das ist eine sehr tatzenreiche Sache hier, aber die, an die komme ich erstmal wieder schwerer ran. Mach mir die Kiste. Und die auch noch. Die müsste ich eh auflösen. So, runter damit. Und dann sehe ich erstmal weiter. Juhu, noch ein Schildwacht-Kit. Deswegen spiele ich ja jetzt noch. Es wird aber echt eng. Hier könnte ich mir auch noch eine Kiste machen. Kriege aber die hier auch alle nicht wirklich weg. Mir erstmal die sichern. Die Tatze. Und da kommt noch eine weitere runter. Die komme ich aber auch schwierig ran. So, dann würde ich sagen, mache ich hier erstmal die Kiste fertig. Oh, noch einer. Noch eine Gelegenheit. Also das ist jetzt wirklich ein sehr aufregendes Spiel mit sehr vielen Gelegenheiten. Aber da komme ich auch extrem schwer nur ran an die Kisten. Ich denke, da fokussiere ich mich lieber nochmal auf eine Tatze. So, kann ich die rausnehmen? Und die rausnehmen, dann komme ich nämlich auch an diese Tatze noch ran. Das ist schon mal schön. Das ist echt ärgerlich, dass ich mir die Tatze hier verbaut habe. Hier wäre der nächste gelbe, wenn ich die jetzt alle auflösen würde. Das ist aber unrealistisch. Kriege ich es vielleicht hin mit einem Booster, die beiden Tatzen noch zu holen innerhalb der letzten drei Züge? Wenn ich eine Windmühle einsetze zum Beispiel, dann werden die orange. Das hilft mir aber. Das hilft mir. Nee, das hilft mir nicht, weil ich brauche ja den dann noch. Wenn ich so mache, wenn. Ah, nee, das hilft mir auch nicht. Dann werden die blau und dann kann ich den holen und den holen. Also den roten noch auflösen, aber der grüne, den habe ich dann immer noch an der Backe. Wenn ich die hier rot mache, könnte ich den zwar runterholen, aber den anderen nicht. Wenn ich die alle gelb mache, also ich müsste zwei Booster einsetzen. Ich muss zwei Booster einsetzen. Ich die alle gelb mache, dann muss ich immer noch den mit dem Hammer machen. Aber ich denke, das lohnt sich, weil ich ja dann zwei Tatzen bekomme. Also, let's do it. Und zu guter Letzt kann ich noch eine Kiste mitnehmen. Ja, hätte ich einfacher haben können. Soweit so gut. Stufe beenden. Es sind noch ein paar Minuten bis 0 Uhr. Ich werde die Gelegenheit nutzen, um auch in meiner Nebenwelt nochmal vielleicht ein Spiel zu starten.
Ja, hier kann ich eh nicht mehr viel machen. Muss ja nicht immer die absolut meiste Zermürbung haben. Also gehe ich nochmal rüber in die Nebenwelt. Classic natürlich nicht, macht keinen Sinn. Da brauche ich weder die Schildwacht noch. Noch das Hauptgebäude. Hier liegt es schon mal sehr gut. Hier kann ich die Tatze direkt abräumen. Das habe ich schon gestartet gehabt, aber noch keine Züge verbraucht. Mache ich gleich mal. Und dann mache ich mich erstmal an Kisten und schau mal, ob vielleicht noch Tatzen hinzukommen. Hier kann ich die Kiste holen. Sicherheitshalber mal schon mal auflösen. Jetzt kann nichts mehr schief gehen. Da hat sich eine neue Kiste gebildet. Auch das ist möglich. Da kommt eine Tatze dazu. Na. So, dann schauen wir mal. Also rot ist möglich. Blau ist möglich. Gleich, wenn ich den hier auflöse. Ein Rot ist möglich. Das zweite Rot ist schwierig im Moment. Ein Rot, ja. Gelb ist, grün ist klar. Am besten alle Grünen aufeinander stapeln. Aber dann brauche ich noch ein zweites Rotes. Gut. Ich will es erstmal angehen und hoffe, ich kriege noch ein zweites Rotes hier rein, weil ohne das geht's eh nicht. Und vielleicht ergeben sich noch andere Möglichkeiten, wenn ich die Züge mache. Erstmal die Kisten. Okay. So, dann löse ich hier die blauen auf. Oh, ich brauche ja gar kein zweites rotes. Ich habe ja jetzt die beiden roten übereinander. Und damit habe ich auch die Tatze raus. So, hier gibt es wieder eine Kiste, aber. Wo kriege ich die runter? Hier ist ein Blabber im Weg. Nee. Hier kriege ich den. Ja, hier kriege ich das Ganze runter. Da stelle ich mir die Kiste hier. Dann gehe ich von oben nach unten langsam durch und habe die Kiste raus. Muss ich mal schauen, ob ich vielleicht noch ein paar Kisten erzeugen kann. Hier sind viele Orangene. Grün sieht auch nicht so schlecht aus. Die Orangen kann ich hier ganz gut zusammenführen. Dann mache ich da nochmal eine Kiste draus. Ja, da sind nochmal Grüne gekommen. Die kann ich hier auch abräumen. Kann noch einen dazu holen. Noch zwei. Und eine Tatze. Die ist aber wieder schwer. Na, müssen wir mal schauen. So, das war gerade das Babyfon. So. Die ist schwer, weil hier das Blaue im Weg ist und ich komme da nicht so wirklich ran. Aber ich könnte ja eventuell auch noch einen Booster einsetzen. Dann bekäme ich hier auch noch diese Kiste. Nee, das wird nichts mehr in zwei Zügen. Also mache ich so. Ach, ich habe ja hier gar keine Booster.
Ahahaha. Sollte ich mir hier auch welche kaufen? Nein. Das ist eine Nebenwelt. Nein. Mach ich nicht. Die Booster sind schon alle. In dem Fall würde ich sagen, ich bräuchte hier ja, zwei Züge mehr. Pech gehabt. Pech gehabt. Ja. Gut. Stufe beenden. Und eine kann ich noch starten. Oh, das sieht gut aus. Die Tatze kriege ich schon mal runter. Und die Kiste auch. Die Tatze kriege ich auch runter. Die Tatze. Ja, grün kriege ich weg. Hier oben den grünen kriege ich weg. Den hier unten, der ist schon schwieriger. Den blauen kriege ich auch noch weg, wenn ich den mit runternehme. Aber dann habe ich ein Problem. Nee, die Möhre kriege ich dann hier rüber weg und das Grüne auch. Das sieht gut aus. Okay, dann versuche ich das mal. Also, ich nehme die beiden Möhren hier raus. Die Kiste bleibt mir erhalten. Ich kriege noch einen Stern mehr. Dadurch rutschen das Grüne auf das Grüne und das Gelbe, das Orange auf das Orange. Und bekomme dadurch auch diese Tatze herunter. Hier kann ich mir noch eine Kiste bilden. Ja, kann ich da tun. Da kann ich mir auch gleich noch eine Kiste bilden. Die mache ich noch groß. Und da auch. So. Boah, die kann ich mir auch noch machen. Und dann kriege ich das alles. So, dann kann ich mir mal die leichte Tatze noch holen. Und dann schaue ich mir mal die linke Seite an. Da kam ja jetzt noch eine Tatze hinzu. Oder die war schon da, weiß ich nicht genau. Die sieht ganz gut aus. Die kriege ich, denke ich. Wenn ich die auflöse. Und die auflöse, dann fallen hier die blauen in eine Reihe und die gelben bleiben übrig. Dann kriege ich alle gelben weg. Hier wäre halt noch interessant. Vielleicht sollte ich die gelben gar nicht so fallen lassen. Wenn ich die wegmache, vielleicht erstmal die gelben auflösen. Statt der blauen, sodass ich eben den blauen hier noch mitmachen kann. Und dann kann ich auch den orangen noch mitmachen und komme vielleicht auch noch an den blauen ran. Ja, das sieht gut aus. Gut, dann mache ich erstmal den weg. Dann die gelben. Ah, nee, der ist mir dann im Weg. Der ist mir dann im Weg. Das ist ja ungünstig. Und wenn ich so mache, dass ich den zuerst auflöse, dann kriege ich das nicht weg. Okay, einen Tod muss ich sterben. Ich spekuliere mal auf die blauen hier. Na, der muss ja auch noch wo drauf liegen. Ja, nicht so einfach. Und hier kommt noch eine neue Tatze dazu. Aber der rote ist im Weg. Also nochmal, wenn ich blau wegmache, habe ich die blauen in einer Reihe. Kann danach auch die gelben auflösen. Ach so. Aber den gelben nicht. Das ist das Problem.
Den gelben kann ich nicht auflösen. Und der ist dann im Weg, wenn ich das richtig sehe. Aber der kommt zumindest runter. Also ich gehe erstmal diese Tatze hier an. Kiste kann ich mir hier auch schon mal hinstellen, weil die Tatze kriege ich nämlich auch runter. Oder doch, doch, problematisch. Die jetzt wegmache. Ja. Das habe ich mir ein bisschen verbaut. Da hätte ich doch noch mal intensiver drüber nachdenken sollen. Weil ich habe jetzt irgendeinen Zug in der falschen Reihenfolge gemacht, so dass ich mir jetzt beide verbaut habe und den hier oben sogar auch noch. Und ich hoffe, ich kann das mit den restlichen verbleibenden Zügen noch kitten. Vielleicht, wenn ich von hier oben noch was Gutes kriege, ich kann ja mal. Da kriege ich zumindest schon mal einen roten. Hilft mir aber am Ende auch nichts, wenn die nicht in der richtigen Reihenfolge liegen. Das heißt, der rote hilft mir da an der Stelle gar nichts eigentlich. Das hier mal noch verbinden. Den kann ich natürlich oben lassen. Aber hier, der fällt ein runter, der fällt zwei runter. Das hilft ja nicht. Der muss ja weiter oben bleiben. Ne, der fällt auch nur ein runter, wenn ich die Kiste hier stehen lasse. Aber dann sind sie weiterhin in der gleichen Höhe. Und damit ist der blaue nicht auflösbar. So, jetzt ist es 0 Uhr und jetzt habe ich meinen Tagespreis weg. Kann ich nur noch Massen-Selbsthilfe-Kits bekommen. Die will ich selbstverständlich nicht unbedingt haben. Ich schau mal, was ich noch kriege hier. Ah, nein. Und den nächsten Fehler gemacht. Ich hätte doch erst die roten auflösen müssen. Mein Gott. Oh, Leute. Na, so wird das überhaupt gar nichts. Egal, ich hole mir jetzt die Kisten hier. Und schaue, was da noch geht. Also ich brauche hier einen roten oder da einen orangenen, komme ich jeweils nicht ran. Oder einen Hammer für den Klotz. Und dann kriege ich alles. Naja, das linke nicht. Das linke noch nicht. Ich bin jetzt mal so frei und kaufe mir einen Hammer. Kann ich mir ja leisten. Hier bräuchte ich noch ein grünes. Das. Schauen wir mal. Da oben kommen die Grünen. Ja, das könnte klappen. In fünf Zügen.
Ja, manchmal hilft so ein Hammermäßig. Die Kiste habe ich mir jetzt mutwillig verkleinert. Auch nicht so klug gewesen, hätte ich vorher auflösen können. Aber ich bekomme die Tatze und die Kiste am Ende raus. Und das war's. Mit einem Zug kann ich nichts mehr anfangen. Also manchmal hilft es dann einfach nochmal einen zusätzlichen Versuch zu kaufen. Und der Hammer war ja jetzt auch nicht so teuer von den Münzen. Ich denke, das ist schon okay. Gut, ich werde jetzt aber nicht weiterspielen, weil sich der Tagespreis für mich nicht lohnt. Soweit, so gut. Ihr habt gesehen, wie ich Sachen gut gemacht habe. Ihr habt gesehen, wie ich einen ganz großen Fehler gemacht habe und wie ich ein paar andere Schusseligkeitsfehler gerade eben noch gemacht habe, aber auf meiner Nebenwelt. Von daher ist es mir nicht ganz so, geht es mir nicht ganz so ans Herz. aber wie dem auch sei, ich habe noch mal ein paar Infos nachgeschoben. Einfach mal so ein bisschen Spielgefühl. Und ihr habt gesehen, man muss sehr darauf achten, in welcher Reihenfolge man vorgeht. Und dass ihr immer möglichst, ja, die Klötze unterhalb eurer gewünschten Elemente und eurer gewünschten Klauen oder Tatzen oder Kisten bekommt, wegbekommt. Genau. Ja, weiterhin viel Erfolg. Soweit dazu. Ciao.